Aufhebung der Trennung von Artikel 87a und b im Grundgesetz. Beschaffung und Nutzung müssen wieder aus einer Hand erfolgen. Das würde die Beschaffung deutlich erleichtern. Wir brauchen auch eine Auswahlwehrpflicht. Das verwurzelt die Bundeswehr stärker in der Gesellschaft und würde zudem die Personalnot lindern. Und dann haben wir ja noch ein anderes Problem, nämlich dass offenbar in diesem Land nur 5% der Deutschen freiwillig dazu bereit wären, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. Das ist natürlich was, da kann die aktuelle Bundesregierung gar nichts machen. Denn wer einen Mann zum Wirtschaftsminister macht, der erklärt, dass er Vaterlandsliebe zum Kotzen fände und mit Deutschland nichts anfangen könne, na, der kann natürlich Deutsche nicht davon überzeugen, ihre Heimat zu schützen und zu bewahren. Das ist dann eines der Projekte, das zukünftig mal eine AfD-Regierung angehen wird.